Hallo und willkommen zu meinem Neuzugänge-Video Mai, Juni 2022. Mein Name ist Norman Weiß, mein Kanal heißt Notizhefte und ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe im Mai kein Neuzugänge-Video gedreht, weil ich im Mai kein einziges Buch gekauft habe und erst innerhalb der letzten Mai-Tage hat mich ein Rezensionsexemplar erreicht, das ich bei einem Verlag angefordert hatte. Der zweite Kontinent. Ein Roman von Alexander Keppel, erschienen beim Drawa Verlag. Nicht britische Seefahrer unter James Cook, sondern habsburgische Marineure haben im ausgehenden 18. Jahrhundert die Terra Australis entdeckt. Österreich ist heute, Mai 1968, eine europazifische Monarchie. Die Welt steht im Zenit einer noch ungebrochenen Moderne. Weltkriege fanden nicht statt. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich so interessant und faszinierend als Gedankenspiel, dass ich gedacht habe, dieses Buch möchtest du gerne lesen und der Verlag war so freundlich, es als Rezensionsexemplar zur Verfügung zu stellen. Bin gespannt, wie diese Lektüre ausfallen wird. Im Juni habe ich dann 2, 4, 6 Bücher gekauft, sodass wir also wieder in einem guten Monatsschnitt sind. In dem einen Buch habe ich auch schon angefangen zu lesen, Bloodlands von Timothy Snyder, Europa zwischen Hitler und Stalin. Also die Gebiete östlich des Deutschen Reiches zwischen Deutschland und der damaligen Sowjetunion bzw. Teile der Sowjetunion, in denen in den 30er und 40er Jahren beide Diktaturen wüten, Menschen töten und was das für diese Landschaften, für diese Länder, aber eben auch für die Völker, die betroffen sind, also Litauer, Polen, Ukrainer, Belorussen, was das für die bedeutet hat und heute bedeutet und vor allem gerade, was es auch für uns bedeutet, wenn Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, also in den Bloodlands agiert, wie das eben Stalin auch schon getan hat und natürlich auch Hitler. Also ein interessantes Buch zur Zeit, auch wenn es schon etwas älter ist, eine Lektüre, auf die ich mich sehr freue. Das nächste Buch ist ein Roman, Elisabeth von Arnim, die Reisegesellschaft. Auf Elisabeth von Arnim bin ich aufmerksam geworden bei Britta Böhler von The Second Shelf, die diese Autorin gelegentlich erwähnt und auch Bücher von ihr liest. Elisabeth von Arnim, 1866 als Mary Annette Beauchamp in Australien geboren, wuchs in England auf. Sie heiratete in die preußische Familie von Arnim und verbrachte einige Jahre auf dem pommerschen Gut Nassenheide, wo ihr erster Roman Elisabeth und ihr Garten 1898 entstand. Ihm folgten 21 weitere Romane und eine zweite Ehe. Sie starb 1941 in den USA. Und die Reisegesellschaft ist natürlich im Original auf Englisch erschienen und liegt hier in einer Übersetzung von Angelika Beck vor. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen und sein blaues Wunder erleben. So ergeht es auch dem geizigen Baron von Ottringel, als er der Einladung ins englische Sussex folgt. Doch die erste Freude weicht schnell einem ausgewiesenen ottringelschen Unmut. Und so mokiert sich der Baron über nahezu alles, was ihm vor die Füße läuft und tappt dabei so selbst wie zielsicher in jedes noch so kleine Fettnäpfchen. Ein wahres Kompendium an Witz, Ironie und Boshaftigkeit. Die Reisegesellschaft Elisabeth von Arnim. Und das ist auch ein Buch sozusagen zur Sommererfrischung für zwischendurch sicherlich bestens geeignet. Das nächste Buch, wieder ein Sachbuch. Ernst Pieper,
Diese Vergangenheit nicht zu kennen, heißt sich selbst nicht zu kennen. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Extreme. Ernst Pieper, der auch Verleger war, hat sich als Historiker immer wieder mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Und dies sind Texte, die bereits früher verstreut erschienen sind, zusammen mit Originalbeiträgen für diesen Band als gesammelte Analyse, als gesammelte Beschäftigung mit diesem Thema vorgelegt. Und es geht eben auch viel um Kultur- und Geistesgeschichte, also Rosenberg oder Spengler, und erschließt damit interessante Dimensionen dieses Zeitalters. Und Pieper hat ja auch ein sehr schönes und sehr interessantes Buch über den Ersten Weltkrieg geschrieben, Nacht über Europa, wo es eben auch vor allem um die Bedeutung der Intellektuellen in dieser Zeit ging. Und ich nehme an, dass auch dieses Buch einen interessanten und für mich auch ertragreichen Zugang zu diesem Thema bringen wird. Das nächste Buch ist erneut ein Roman, Die niedrigen Himmel von Anthony Marra. Die New York Times schreibt, ein Krieg und Frieden des 21. Jahrhunderts. Ein Mann, der sein Leben dafür riskiert, die kleine Tochter seines ältesten Freundes vor ihren Verfolgern zu retten. Zwei Schwestern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, die aber Kontinente durchqueren, um beieinander zu sein. Und eine rätselhafte Pistole, die sie alle auf Leben und Tod miteinander verbindet. Ein atemberaubender Roman über das Leben unter den Bedingungen des Krieges. Mitreißend und eindrucksvoll. Das Ganze spielt in Russland, in Tschetschenien und nimmt dort jedenfalls seinen Ausgang. Der Autor ist Amerikaner, 1984 in Washington geboren und lebt heute in Kalifornien. Er hat aber auch einige Zeit in Russland gelebt und dort ist dann sein Interesse an Tschetschenien erwacht und deswegen hat er sich dann mit diesem Thema in diesem Roman auseinandergesetzt. Und eine Ursache für die Repression, die man zurzeit in der Russischen Föderation beobachten kann, sind ja eben auch Bestrebungen gewesen, die in Tschetschenien erkennbar waren, also Unabhängigkeit, Loslösung vom Imperium, und da hat das Imperium eben schon in den 90er Jahren zurückgeschlagen und seit dieser Zeit ist es am Zurückschlagen, wenn Leute sich für die Freiheit entscheiden oder gerne entscheiden würden, und insofern auch dies ein Buch zur Zeit, wenn es allerdings auch als Roman angelegt ist. Jetzt habe ich noch zwei. Noch einmal ein Sachbuch, das hat mir ein älterer Kollege empfohlen als besonders interessant, besonders packend. Er habe es an einem Wochenende durchgelesen. Seine Frau habe dann kritisiert, er habe kein Wort mit ihr gesprochen. Hans Litten, Anwalt gegen Hitler. Eine Biografie über einen jungen, jung verstorbenen Mann. In einem spektakulären Prozess vor dem Berliner Kriminalgericht in Moabit stellte der junge Rechtsanwalt Hans Litten 1931 den in Anführungszeichen Schriftsteller Adolf Hitler als Zeugen für die Gewaltbereitschaft von SA und NSDAP zur Rede. Litten verteidigte in zahlreichen Prozessen straffällige Jugendliche, trat als Nebenkläger für die von faschistischen Rollkommandos attackierten Kommunisten auf und legte sich mit der rechtslastigen Justiz der Weimarer Republik an. Seine Biografie ist eine deutsche Lebensgeschichte, die mit der jüdischen Jugendbewegung in Ostpreußen begann und im Konzentrationslager Dachau endete. Und jetzt kommt auch etwas Interessantes. Im geteilten Deutschland wurde sie in unterschiedlichen Versionen überliefert. Die einen würdigten den antifaschistischen Bündnispartner der Arbeiterklasse, die anderen mit jahrzehntelanger Verspätung den Verteidiger des republikanischen Rechtswesens. Heute ist Hans Litten, das war mir jetzt neu, nicht zuletzt durch die TV-Serie Babylon Berlin, weit über Deutschland hinaus als politischer Anwalt bekannt, der sich kompromisslos und mutig für seine Mandanten eingesetzt hat. Ich gucke ja nicht so viel fern, offenbar entgeht mir da gelegentlich auch was, aber dann greife ich eben zu dem Buch, das das Ganze fundiert betrachtet. Und ich bin gespannt, ob ich mich ein Wochenende hinsetze, ohne aufzuschauen, oder vielleicht doch etwas länger brauche für dieses Buch, aber jedenfalls klingt es unheimlich interessant und ich freue mich auch auf die Lektüre
dieses Buches. Und schließlich, last not least, wieder ein Kriminalroman. Die Tote auf dem Maskenball von Stephen Spotswood. Pentecost und Parker ermitteln, heißt es hier. Sie ermitteln in ihrem ersten Fall auf der New Yorker Upper East Side. New York 1942, Will Parker ist eine junge Frau mit ungewöhnlichen Talenten und als diese der Privatdetektivin Lillian Pentecost das Leben retten, nimmt sie Will als ihre Assistentin unter ihre Fittiche. 3 Jahre später bittet Becca Collins die beiden um Hilfe. Beccas Mutter wurde während eines Maskenballs im Anwesen der Familie ermordet, mit einer Kristallkugel erschlagen in einem von innen verschlossenen Zimmer. Aber in einem Fall der Nachrichten aus dem Jenseits, eine mysteriöse Wahrsagerin und zwielichtige Verwandtschaft involviert, gestalten sich die Ermittlungen verzwickt. Hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit den Liebermann-Papieren, doch dazu mehr in meinem Lesemonat. Und als Will mehr als nur professionelles Interesse an ihrer Auftraggeberin Becca entwickelt, wird die Sache kompliziert und Will rückt in das Interesse des Mörders. Und das ist aber ein moderner, zeitgenössischer Roman. 2020 erschien das Original, 2022 die Übersetzung, die Charlotte Lungstraß-Kapfer besorgt hat. Und bin mal gespannt, ob mir das gefällt, diese Aufmachung New York 1942, die hat mich jedenfalls angesprochen, deswegen habe ich dieses Buch mitgenommen. So viel zu meinen Neuerwerbungen im Mai und Juni. Eine, wie ich finde, schöne, bunte Zusammenstellung und ich freue mich auf die Lektüre und würde mich auch freuen, wenn ihr in den Kommentaren was dazu sagt, ob ihr eins dieser Bücher kennt oder vielleicht jetzt auch Interesse habt, sie zu lesen. Kommt gut durch die Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, tschüss.